Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir reacten heute gemeinsam auf ein richtig, richtig krasses Video und das wirklich ohne zu übertreiben. Ich habe ein paar Ausschnitte bereits gesehen, so bin ich auf den Kampf gekommen, muss ich zugeben. Aber ich habe nicht den kompletten Kampf gesehen. Das sind zwei Federgewichtler, die sind in England, also bei Gott im wahrsten Sinne des Wortes, nichts, aber auch gar nichts geschenkt haben. Here we go. Guefi, Karim gegen Gil Jordan. Leute, haltet Popcorn und Chips bereit. Das wird richtig krass. Man sieht sehr schnell als erfahrener Trainer zwei technisch gut versierte Boxer. Jordan Gil, der definitiv jüngere mit 28 Jahren. Karim Guefi aus Frankreich, ja, der hier schon 36 Jahre alt ist. Aber lasst euch bloß nicht von seinem Alter täuschen. Beides Normalausleger, ja, etwa gleich groß. Und die Jungs von der ersten Sekunde, ja, man merkt schon gleich zum Anfang, dass die ziemlich viel Power auch in die Schläge legen. Ja. Aber ja, das Ganze, wie sagt man so schön, durchdacht, keine wilde Keilerei. Auffällig, ne, dass Jordan Gil permanent in die Schlaghandrichtung läuft und hier die Schlaghand auf einmal deutlich zu spüren bekommt. Ja, knackige erste Runde, ach, ziemlich ausgeglichen. Round number two. Karim mit einer guten Deckung, Hände ziemlich weit oben, überlässt nichts dem Zufall. Vom Anschein her, Jordan Gil, eigentlich der etwas schnellere Mann. Karim kommt sehr oft mit der Rechten durch. Jetzt schon zum dritten Mal in den ersten zwei Runden. Sehr schön, variabel, oben, unten. Jetzt Treffer hier auf beiden Seiten. Ja, bei den Franzosen ist es bekannt, das sind zähe Jungs. Die kommen, um zu gewinnen. Karim, wie auch halb Frankreich, natürlich mit nordafrikanischen Wurzeln. Schöne Bewegung hier von Jordan Gil. Schaut nachher, Leute, ganz gefährlich, was Jordan hier macht. Er geht zurück an Seil, sowieso Gefahr. Die rechte geht nach vorne, das heißt für den linken Haken von Karim wäre sehr viel Platz. Aber jetzt kommt das Gefährliche. Er will blocken, zieht die Hand dabei runter. Wenn Karim hier die Chance nutzt oder auch ein anderer Gegner und hier mit dem linken Haken durchkommt, dann sitzt Jordan am Hosenboden. Jetzt in Runde 3. Technisch meines Erachtens nach Jordan mit leichter Überlegenheit, der bessere ausgebildete Boxer. Und Karim versucht sich hier offensiv über die Schlagfrequenz seine Vorteile zu verschaffen. Hier auch der linke Haken von Karim, wunderbar durchgekommen. Das hat ihn durchgerüttelt. Aber hier muss Jordan höllisch aufpassen. Immer rechts rum, obwohl Karim schon des Öfteren mit rechts durchgekommen ist. Da muss die Ecke den darauf hinweisen, dass er sich rechts rum hält. Zumindest wechselt. Ich bin nicht der Freund davon, dass man permanent rechts rum oder permanent links rum geht. Ja? Auch hier bei Rechtsauslegern, dass man sagt, immer aus der Schlaghand raus. Nein, du musst die Seiten immer wieder wechseln, immer wieder variieren. Sonst stellen sich die Jungs drauf ein. Gerade hier Europameisterschaft, ne? Das sind Athleten auf Top-Niveau. Aggressiv jetzt hier von Jordan Gil. Nein. Das ist natürlich nicht sportlich. Aber das hat er mit Sicherheit auch nicht absichtlich gemacht. Jordan versucht hier die Initiative an sich zu reißen. Offener Schlagabtausch hier. Leute, das ist Runde 4, ne? Ja, in den unteren Gewichtsklassen, ne, da ist halt die Frequenz, ne, beeindruckend. Derzeit ändert sich nicht viel. Jordan versucht das Tempo anzuziehen. Ja, Karim muss sich ein bisschen mehr im Oberkörper bewegen, ne? Der schnelle Mann Jordan, der die Führungshände von unten schlägt, die sieht man schlecht. Ja? Das macht er gut. Das variieren mit der Führungshand. Unten, oben. Wunderschön. Das ist Boxen. Sehr gut nachgesetzt mit rechts hier. Schöne Kombination hier von Jordan. Er setzt nach. Ja, Karim aber auch schön geschlossen. Ich sag euch, ganz starker Kampf. Beide haben bereits Niederlagen. Jordan eine Niederlage, eine vorzeitige. Karim 5 hat auch schon 4-mal vorzeitig verloren. Ja, Jordan wird hier immer giftiger im Verlauf des Kampfes.
und beide wollen hier den Europameisterschaftstitel mit nach Hause nehmen. Sehr schön, sehr schön. Da hat er eine gute Kombo ausgewichen. Hat dann die linke bekommen. Wieder fällt die rechte am Seil. Und hier wird ihn da zum Verhängnis, Leute. Das habe ich eben noch gesagt. Jordan scheint ein wenig angebimbelt zu sein. Ja, Junge, geh doch mal rechts rum. Verflucht. Runde 7. Schöne Arbeit hier im Nahkampf. Von Karim fehlen mir die Führungshänder ein bisschen. Das, was Jordan macht. Sehr schön ausgewichen hier wieder von Jordan. Unter die Schläge durchgetaucht. Oh! Sehr schöner linker Haken. Ich hatte euch gesagt, seine Rechte, die fuchtelt ein wenig zu viel. Wahnsinn. Was hat der Verlauf des Kampfes gar nicht hergegeben. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Und Karim als Auswärtsboxer geht hier hinterher. Und absolut richtig. Da muss man nachsetzen. Oh! Unglaublich, der nimmt den Schwitzkasten, die fallen runter und der fällt, Jordan fällt auf seine Schädeldecke. Der sieht mir extremst angeschlagen aus. Und das in der gleichen Runde, wo der Niederschlag stattfand. Das sieht nicht gesund aus. Karim wittert seine Chance. Eieiei. Schwerstarbeit für die Ecke hier. Hier der linke Haken. Ganz trocken und präzise. Ja, 1-2 Zentimeter. Hängt die rechte zu tief. Und das wird ganz, ganz böse bestraft hier. Ich denke auch nicht, wie zuvor von Jordan, dass das von Karim hier beabsichtigt war. Er greift durch, die verlieren das Gleichgewicht. Boah, guckt euch, wie er die Augen verdreht hier. Unglaublich. Jordan Gill steht in der Ecke. Das ist nie gut. Ja, der Bewegungsradius ist eingeschränkt in der Ecke. Der Trainer ist ziemlich nah am Ring. Die ganze Runde. Oh! Er killt Karimann. Wahnsinn. Was für ein Kampf, Leute. Was für ein Kampf. Zum ersten Mal im Verlauf des Gefechts ist Karim Guefi hier einmal ordentlich durchgerüttelt worden. Und der Kampf öffnet sich wieder. Er stellt sich wieder in die Ecke. Oh, jetzt kriegt er hier nochmal einen Aufwärtshaken. Und wieder ist er angeklingelt, Jordan Gill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus da, Junge. Raus da. Runde 9. Gleiches Bild. Warum stellt sich Jordan da in die Ecke? Das wird ein großes Fragezeichen bleiben. Okay, er hat ihn einmal angeklingelt von dort aus. Ob das weiterhin das richtige Rezept bleibt, das werden wir sehen. Oi, Kopfstoß, das kommt nach oben drauf und sofort eine Schwellung über dem rechten Auge, die sieht man direkt. Das wird ein schönes Horn werden. Immer noch ist er in der blauen Ecke. Oh, unbelievable, unbelievable. Er hat ihn kaum geschlagen, unglaublich. Guckt euch sein Gesicht an. Oh mein Gott, er bricht hier zusammen. Das ist sehr gefährlich. Hier muss ein Arzt hin, Leute. Das hat nichts damit zu tun, dass er sich hier überanstrengt hat. Er verliert das Gleichgewicht. Auf dem Boden gewesen. Mit dem Schwitzkasten. Nochmal ein Trauma durch den Aufprall, den der erlitten hat. Einen schweren Aufwärtshaken in die Ecke bekommen. Leute, Leute, Leute. Was für ein Fight. Was für ein Krieger. Was für ein Fighter. Aber auch hier Karim Guefi hat hier gekämpft. Aber ich vermute wirklich tatsächlich aufgrund der mehreren vorzeitigen Niederlagen von Karim, dass er nicht das Kinn hat. Ein schweres Knockout. Hier wurde der Siegeswille von Jordan Gill extremst belohnt. Und ich sage euch, Leute, an alle Boxer da draußen, der Kampf ist dann zu Ende, wenn der Gong zur letzten Runde geschlagen hat. Verzweifelt nie. Das ist einer von ganz, ganz vielen Kämpfen. Ich erinnere an den Kampf zwischen George Foreman und Michael Moore. Der Michael Moore, nachdem er 11 Runden abgegeben hat, in der 12. Runde kurz vor Schluss ganz böse mit links, rechts ausnockt. Gibt euer Bestes und gibt nie auf. Jordan Gill wurde hier für sein Durchhaltevermögen, für seine Geduld, wurde er belohnt mit einem vorzeigigen und krachenden Sieg.
So war ich hier sitze, ich habe Gänsehaut. Ich wünsche mir mehr solche Kämpfe. Ich hoffe, dass hier nach diesem Kampf oder beide Kämpfer auf jeden Fall ärztlich checken lassen, weil das war harter Stuff, Leute. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit mir zu reacten. Ja? Bis bald, euer Coach Mo. Bam!